gesagt, wir haben unseren ersten Kandidat gefunden. Was hast du uns zu bieten? Ja, ich hoffe, einen lustigen Witz. Also, er war ein Geschäftsherr, der war irgendwo auf Geschäftsreise, hat in einem Dorf ein Hotel gebucht. Am Abend spät kommt er ins Hotel, geht zur Rezeptionistin und meint so, ja, er hat genau so ein Bedürfnis, ob sie da nicht irgendwie etwas haben im Hotel, wo er da könnte, ja. Dann sie so, ja, da sage ich Rosanna, 100 Franken, ja, sie geben nicht so sein, sie stehen ein bisschen mehr auf Männer halt, gell. Ja, das ist kein Problem, das ist der Franz. Das kostet aber 500. Oh. 500 ist schon ein bisschen viel. Ja. Warum 500? Ja, es ist eben so, es ist ein bisschen ein katholisches Dorf. Und der Pfarrer, der sagt das nicht so gerne. Also 100 Franken für den Pfarrer. Der andere, ja gut, 100 Franken für den Pfarrer, 400 für den Franz. Ja, sie hat so, ja, sie sagt das eben auch nicht so gerne. Und ja, 100 Franken für den Pfarrer, 100 Franken für sie. Ja gut, okay, ja, dann bleiben noch 300 für den Franz. Ja, es sind eben so 200 sind noch für Fritz und für den Röbel. Weil die müssen den Franz festhalten, er hat es auch nicht so gerne. Okay, ja, ich würde sagen, ja, okay. Was macht ein schwuler Nadler? Er flitzt es jetzt zurück. Er flügt zu seinem Horst. Das ist ein Mikrofon. Nein. Das ist ein Heiss. Ja. Ja, mein Nippo ist am Schimmeln. Habt ihr eine Banane? Solltest du mal die Sonne tun? Jetzt? Ja, aber schon. Ja, der Drache schon. Okay, jetzt werde ich nervös. Zwei Gaggenis gegen Boxen. Mhm. Sie treffen auf dem Weg jetzt drittes Gaggi. Das fragt der Götter, ich gehe boxen. Darf ich mitkommen? Ja, sicher, komm noch mal mit. Sie treffen das 40 Gagi. Der fragt, wo geht er her? Ich gehe boxen. Darf ich mitkommen? Ja, sicher. Sie treffen Dünnschiss. Der fragt, wo geht er her? Ich gehe boxen. Darf ich mitkommen? Nein, ist noch mal etwas für Härte sein. Okay. Ja. Okay. Nein, jetzt gerade nicht, aber du kommst nicht Zebra Grind los. Nein. Geile Band. Ich bin bereit. Okay. Ich würde sagen, es ist ein Witz, ja voll. Was ihr da gesehen, oder? Aber eben ja. Warten, bis er lustig wird. Warum spielen Amerikaner nicht gerne Schach? Oh, warte schnell. Irgendetwas mit Königen. Nicht? Okay. Du hast schon mal zwei Töne verloren. Ah, es soll nicht einfach sein, oder? Sonst kann es jeder. Alright. Ein Zonoist, ein Sadist, ein Mörder, Nekrophile, Pyromanen, Masochist, Hockflap-Dreser und nicht langweilig. Bitte der Zonoist, hey, gehen wir unsere Katze jagen. Sadist, folgt eigentlich über sie foltern. Mörder, ja, dann bringen wir sie um. Nekrophile, oh ja, das ist genau mies. Pyromanen, und dann zünden wir sie an. Masochist? Miau! Oh nein! Tschüss! Nein! Ich habe mit der Tochter von meinem Chef geschlafen. Ich bin selbstständig. Nein. Das Lieblingsgemüse von einem Notfallsanitäter. Rettich. Okay. Ingenieursklasse ist um Flugzeug auf Schulreise. Mhm. Pilot sagt über das Intercom. Hey, danke vielmals, dass ihr alle da sind. Das Flugzeug ist von euch allen gebaut worden. Jetzt steht die ganze Klasse schreiend auf und rennt davon, aus dem Flugzeug raus. Der Lehrer bleibt sitzen. Jetzt tut es, geht der Lehrer fragen, hey, was ist das Problem? Jetzt sagt sie, ja, ich kenne genau meine Studenten. Der Flieger, der startet nicht mal. Okay. Okay. Vier Nonnen stehen vor dem Eingang zum Himmel und der Petrus kommt mit einer Schüssel von heiligem Wasser und er fragt die erste, hast du schon mal einen Schwanz angelangt? Sie sagt ja, mit der Fingerspitze. Dann sagt er ihr, ja, dunk deinen Finger in das heilige Wasser rein und tritt in den Himmel ein. Macht sie das. Dann kommt die zweite und er fragt sie, hast du schon mal einen Schwanz angelangt? Dann sagt sie ja, mit der ganzen Hand. Er sagt ja, tu deine Hand ins heilige Wasser rein und tritt in den Himmel ein. Dann drängelt sich die vierte vorne an und sagt, hey, ich glaube, ich komme zuerst, weil ich google das Wasser nicht, nachdem die ihren Arsch reingehoben hat.
Okay, fair enough. Ein Witz, der lustig ist, aber mit Niveau. Da gibt es extra Punkte. Ja, wir nicht checken, aber ist gut. Ich auch nicht. Ah, okay. Also, ich wollte mal zwei treffen. Ist der Enkel abgedrangen? Nein. Ja, aber weißt du, wie. Okay. Nein. Ja. Jury, lassen wir gelten. Ich habe noch eine. Okay. Wenn du auf der Bank einen Job haben willst, musst du es machen wie ein Pilot und Steuer hinterziehen. Der hat schon bald Niveau gehabt. Come on! Hast du noch einen Witz für alle unsere Ohren? Ich habe letztens meinem Kollegen angerufen, der ein DJ ist. Er hat einfach aufgelegt. Okay. Es gibt Durst hier und ich möchte an dieser Stelle unseren Sponsoren ganz herzlich danken. Und zwar Hell Yes. Die machen Webseiten, Suchmaschinenoptimierung etc. Geile Sachen, geh reinschauen. Und Forlandi, merci vielmals für das Sponsoring von diesem geilen Format hier. Ja. Okay, hier wird fleissig Werbung gemacht für uns, das ist super. Wo wohnen die Katzen? Im Katzenhaus. Im Mietshaus. Alright. Ja, jetzt geht es so, habe ich keinen Witz. Das hat irgendwie ein bisschen rumpelt. Ja, voll. Weißt du, also ich kann es so schneiden, dass einfach jetzt so die Ernährung gleich. Und dann sieht es aus, als hättest du aus der Kanone geschossen, ein Witz bereit für uns. Seht ihr Rindbaum zum anderen, komm, gehen wir. Sonst schlagen wir Wurzeln. Ich habe keine Brüste, von dem her ist es schon sehr schwierig. Wieso braucht man Brüste für das? Es geht um das Lachen zum Lachen bringen, nicht um geil zu machen. Lächeln in dem Sinn. Das ist gut, ich muss weiter. Okay, oh nein. Nein, ist gut, merci. Geht ein Italiener auf die Post, gibt einen Brief ab und dann fragt das Fräulein, ich schreibe. Dann sagt er, nein, ich schon schreibe, du schicke. In Zürich geht mir das. Soll ich probieren? Oh, ja, klar. Wenn Afrika mehr Moskitonetz hätte, könnte man mega viel. Nein! Du bist so besser, ich hatte dir mal gesagt. Wieso kann eine Frau, die im Rollstuhl ist, nicht Fußball spielen? Irgendetwas mit Rollen wahrscheinlich. Nein, es ist eine Frau. Oh nein! Ah, du hast gelacht! Die sagen mir einem Hund, der zaubern kann. Wuffpuff? Nein, Labrakadabrador. Ah ja. Wie bringt man einen fast tauben Thurgauer dazu, dir ein Schaf abzukaufen? Hat die nicht schon genug Schaf? Nein. Du willst es ihm verkaufen, was sagst du? Aha. Aber die hat schon genug Schaf? Nein. Aha. Nein. Willst du ein Schaf? Ja! Ich kenne fünf fette Menschen und deine Mutter ist drei davon. Nein. Brunholzverleih. Mhm. Ja. Es kommt nie zurück, gell? Nein. Du hast mich angespritzt. Soll ich dich auch anspritzen? Weißt du den Vornamen von einer Biene? Maya. Stimmt, Bart. Falsch. Umkleide K. Da ist gelacht, oder? Da ist... Okay. Was ist der Unterschied zwischen einem Elefant und einem Gipfel? Das eine kann man essen, das andere nicht. Den Elefant kannst du nicht in den Kaffee tunken. Was ist im Mixer erst grün und dann rot? Warte, den kenne ich. Ah, scheiße, was war das? Naja, der Frosch, der zerschreddert wird. Ja, okay, der ist so der alt. Ist nach, ich weiß. Haben wir uns in der Schule erzählt. Ja, wenn du den kennst, dann hättest du auch die Antwort gewusst. Ja. Für was ist das? Black Vertica, Metal Magazine, YouTube, you know. Ja, also wenn du zum Lachen bringst, oder auch nicht? Ich weiß nicht, ob du nicht willst lachen, aber es wird... Alright, okay, das ist gut. Du lachst, du schmulecken. Ja, schon, komm mal. Du lachst. Bei all den fröhlichen Typen so machen, oder? Du musst jetzt etwas lustig sagen. Okay, Mutti, leg los.
ist jung. Jetzt ist sie gestorben. Ah. Mutti? Ja, das ist so schlimm. Mama? Unter anderem muss Schwänze gesehen, oder wie? Viel Schwänze. Mehr als man lieb ist. Würzeln? So habe ich mein das ganze Jahr noch nicht gesehen. Oh. Ja. Links sollte man, gell? Links. Ja. Okay, ja. Du hast ein bisschen viel in der Hand. Würzeln. Ja, es ist... Okay. Ja. Wenn wir es machen, machen wir es richtig. Ja. Hinter dicken Klostermauern ficken Mönche wie die Bauern ab. Der Abt in seiner Zelle reibt wie verrückt an seiner Schelle. Er jammerte und grollte, weil es ihm nicht kommen wollte. So nahm er die Bibel und schlug sie sich über seine Zwiebel. Was? Denn in der Bibel steht geschrieben, auch deine Feinde sollst du lieben, Pris. Pris, okay. Nur wenn du draußen bist, bevor du das spielst. Der Kaktus. Ja, okay. Oh, weißt du jetzt mal, wenn es heisst, der Witz, dann weiss ich. Ja, ich kenne es, geht mir genau gleich. Also, erzähl du einen Witz. Aber jetzt bin ich dran, weißt du, jetzt kommt mir auch keinen Sinn. Wikinger haben in der Regel rote Bärte. Ja, ich weiss, es ist immer so. Aber was vermissen zwei Orangehaarige bei einer guten Party? Bei einer guten Party? Die Einladung. Die Arme. Eine Frau zum Lachen zu bringen, ist die zweitbeste Methode, sie ins Bett zu bekommen. Was ist die erste? So zum Grennen zu bringen? Chloroform. Oh nein. Er ist wirklich nicht lustig. Ich hoffe es, aber er ist nicht einzig, wirklich, der Witz ist mir jetzt gerade nicht aus dem Kopf gegangen, aber jetzt muss ich es halt erzählen. Wenn zwei Flöte zu einer Party gehen, sagt die eine zur anderen, gehen wir zu Fuß oder nehmen wir den Hund? Okay. Ich bin stolz, habt ihr jetzt ein kabelloses Mikrofon? Ja, stimmt. Ah. Ich bin so stolz auf euch. Oh. Auf das danke schön. Warte. Dafür bekommst du für uns einen exklusiven Kleber. Yeah! Schwarz ist die Hunde. Hast du deine vorhin schon gefragt? Wieso fragen wir das auch? Er ist sehr schwarz. Was ist ein Kreto-Exorzismus? Ah, den haben wir schon gehabt. Wir haben schon viel gehört, die wir nicht geben können. Das Video wird nur zensiert, wahrscheinlich. Was ist gross, grün und viereckig und tut weh, wenn es ins Auge kommt? Gross, grün und viereckig. Ja. Ein Schiffcontainer. Ein Billardtisch. Mami, der Hund fickt. Dann schau weg, aber es tut so weh. Was ist schlimmer als ein Pitbull mit AIDS? Das hier, was ihm gegeben hat. Was macht man mit dem Hund, der keine Beine mehr hat? Man zieht ihn um die Häuser. Oh. Salut, geht Rassismus klar? Nein. Scheiße. Der Bündner nach dem Gruppensex. Der Bündner? Der Bündner nach dem Gruppensex. Die haben keine Gruppensex. Sind Alkohol. Hey, hast du gewusst, mein Schwanz ist nächstes Mal im Guinness-Buch der Rekorde gesehen? Oh, warte, den kenne ich. Ich bin aus der Bibliothek geschossen. Ja, genau. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Nicht schwimmen? Ein Pikachu, ich glaube, sie können nicht schwimmen. Ein Bagger. Ja, okay. So. Wieso? Weil es schwer ist? Er hat nur einen Arm. Ach. Ja. Einer mit seinen zwei Kollegen zusammen auf eine Insel gekommen. Und nachher ist, wie man so schön kennt, eine schöne Fee gekommen. Und gesagt hat, alle drei wünschen es gut. Dann hat der Erste gesagt, ich wünsche mir eine schöne Frau. Dann hat der Zweite gesagt, ich wünsche mir noch eine schönere Frau. Und der Dritte hat gesagt, ich wünsche mir, dass mein Arm so macht. Kennst du ihn? Nein. Und dann ist wieder der Erste gekommen und gesagt, jetzt wünsche ich mir noch ein super geiles Auto. Dann ist der Zweite gekommen und gesagt, ich wünsche mir noch ein geiler Auto. Dann ist der Dritte gekommen und gesagt, jetzt wünsche ich mir noch den anderen Arm so macht. Dann ist wieder der Erste gekommen und gesagt, jetzt wünsche ich mir noch das geilste Schiff, das es gibt auf dieser Welt. Peng hat er es gehabt. Der Zweite ist gekommen und gesagt, ich wünsche mir noch das geilere Schiff. Hat er es auch gehabt. Und der Dritte hat gesagt, jetzt wünsche ich mir noch, dass mein Kopf noch so macht. Dann haben sie sich alle getrennt. 10 Jahre später kommen sie wieder, fragt der Erste zwei, du, wie ist es so mit dem Zeug? Dann sagt er, ja, perfekt. Geile Frau, geiles Schiff, geiles Haus, was noch mehr? Dann schauen sie den Dritten und sagen, oh, wie geht's mit dir? Jungs, ich glaube, ich habe mir auch verdammt Scheissrecht gewünscht. Oh, okay. Das ist wenigstens noch kreativ. Ja, ich muss sicher nicht fragen, ob du Kurt Cobain kennst. Kenne ich. Michelangelo, der Renaissance-Künstler, kennst du auch? Sag mir etwas.
Ja, der hat einen Peterssohn. Ja, 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 keiner. Weißt du, was sie gemeinsam haben? Sie haben beide viel rote Farben dran geklatscht. Ja, beide sind recht berühmt dafür, dass sie eine Decke gestrichen haben. Dann bekomme ich Hunger. Bist du sicher, dass du hier ohne Weg so abzudrücken durchkommst? Soll ich dich zum Lachen bringen? Ja. Yeah. Ich bin sicher. Hä? Auf mich an, du lachst. Blöd ist, ich war gestern an einem Konzert vorne und dann hatte es einen Ballon und ich fand, ich schmeiße ihn wieder vorne. Und statt dass ich ihn vorne geschmissen habe, habe ich es am Typ vor mir direkt ins Gesicht geschwartet. Und alle haben es gesehen. Okay. Ja, das ist eigentlich schon ein Jassige. Genau. Ja. Was ist Energy Drink? Ja, gerne. Okay, nicht ohne Zucker. Bitte. Mit. Nein. Schau's für die Dose. Super! Yes! Danke dir! Merci.